Hallo und herzlich willkommen zu Folge 26 von Gothic 1 Dikurik. Wir haben in der letzten Folge schätzungsweise 30 Wölfe getötet. Hatten dabei einen Riesenspaß. Bin da ein paar Mal blöd verreckt, aber alles in allem war die Genugtuung da. Ja, wir haben sie getötet. Und darum fühle ich mich ein bisschen besser. Aber eigentlich waren wir auf dem Weg hoch zur Burg Haryl. Da daddeln wir eben jetzt hin. Und werden die zwei Orks töten, die auf dem Weg dahin eben uns in die Quere kamen. Allerdings hoffe ich mal, dass das nicht mehr geworden sind. Hier ist nochmal Riesenratten, das sind irgendwie wandelnde XP-Brocken. Da hinten haben wir noch ein paar Goblins, die sterben natürlich auch. Und wir haben schon einen extremen Respawn hier in Tikurik, der mir wieder mal aufgefallen ist. Also hoffentlich sind es jetzt keine 20 Orks, das wäre ungünstig. Es scheinen aber nur zwei zu sein. Also dann machen wir uns hier erstmal warm und töten ein paar Goblins. Das sind übrigens unsere einzigen konsistenten Geldeinnahmen. Ist mir mal so aufgefallen. Wurde doch einmal in der Kiste habe ich ein bisschen Geld mitgenommen. Aber wie gesagt, neben dem ganzen Knüppeln und Erkunden müssen wir auch mal die ganze Siedlung auf den Kopf stellen und auseinandernehmen, denn da gibt es noch einiges zu entdecken. Und deswegen brauchen wir auch Lernpunkte für Schlösser öffnen auf jeden Fall. Taschendiebstahl ist nicht ganz so wichtig, hätte ich jetzt gesagt, aber auf jeden Fall Schlösser öffnen. So. Mein guter Mann, könnten Sie mal kurz herkommen? Oh Mann, ich hasse das. Auf die zulaufen zu müssen, das ist immer so. Okay, einer kommt und es bleibt bei einem. So muss das. Nee, du guckst weg. Der andere bleibt, wo er ist. Das lief jetzt noch nicht so optimal. Aber ich glaube, dafür ist es der Stärkere. Ja, aber das Blocken ist halt in Gothic 1 so eine Sache. Level Up übrigens, hatte ich ja erwähnt in der letzten Folge, dass wir den recht schnell bekommen werden. Da ist er auch schon. Und jetzt kommt der andere, der meines Erachtens nach ein bisschen schwächer gewesen war. Oder das ist der. Das sind ja drei! Nein, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Warum sind es drei? Respawn in Dikurik ist extrem. Hatte ich glaube schon mal so irgendwie erwähnt, ne? Jetzt sind es drei. Ich krieg zu viel. Was? Was? Nein, warum nicht immer doch mal auf? Einer langt doch, oder nicht? Ja, die haben halt wieder die Reichweite bis nach Bagdad kommen. Mein Fehler war vor allem, ich bin ein Stück näher gelaufen. Dann kam der eine schon, da bin ich noch ein Stück nach vorne gelaufen. Und das war der Fehler, den ich beinahe schon wieder gemacht hätte. Beinahe, ich hab's schon gesehen, dass ich wieder reinscheiße. Dass der uns wieder getroffen hat, ist wieder kriminell. Ist es kriminell? Heilkräuter ballern, komm, zack, zack. Ruh damit. Wenn jetzt hinter dem noch einer ist, dann habe ich genug, ehrlich, dann gebe ich auf. Nee, Quatsch, natürlich nicht. Das ist auch der letzte, wie es scheint. Na, mein Guter. Und übrigens waren jetzt alle drei gleich stark. Wahrscheinlich hatten wir beim ersten damals nur einen Volltreffer gelandet und deswegen war der direkt platt, so wie der jetzt hier auch. Ich speichere trotzdem nochmal ab. Man kann nie wissen. Okay, das ist schon ein bisschen EP. Wie viel sind es? Wieder 6.500 bis zum Level Up. Also ich glaube, da gehen immer 500 drauf. Ich habe auch keine Ahnung, ob diese Orks jetzt respawnen. Oh, Mole Rats. Bitte nicht zu starke Gegner hier. Natürlich werden sie verfolgt von Wölfen. Meine Lieblingsfreunde hier. Wisst ihr ja. Die töte ich sehr gerne mit Nachdruck. Und die Mole Rats springen da jetzt vom Berg runter. Ich habe keine Ahnung, wo die hinrennen und warum die überhaupt so weit rennen. Immerhin ist ja die Gefahr gebannt.
Wobei ist die Gefahr gebannt? Kann sich ja nie sicher sein hier. Übrigens können wir hier auch über diesen Baumstamm rüberlaufen, glaube ich, von hier oben aus. Schön, da gucken wir da drüben auch nochmal vorbei. Da gibt es bestimmt eine Trollkirsche, kann ich mir vorstellen. Erstmal gucken, ob hier unten was ist. Da könnte was sein. Wertvolle Kräuter, wer weiß. Oder einfach nur Heilkraut. Ja. Wobei, da geht's weiter, da geht's weiter. Pilze jetzt. Ich habe Angst, da eigentlich runterzulaufen, weil das irgendwie so wirkt, als wäre es ein Waran? Zwei Warane. Ich dachte, das irgendwie, da kommt mir jetzt irgendwie eine Pflanze entgegengelaufen, so sah das irgendwie aus. Ich dachte erst, das wäre hier ein bisschen zu steil, aber es scheint doch zu gehen. Ich weiß nicht, ich renne jetzt überhaupt nicht zur Festung, wo ich hin müsste. Dann gucken wir hier diese extrem interessanten Gänge an. Oder Wege eher gesagt. Stolperpfad ist das ja irgendwie. Wo bin ich denn jetzt überhaupt schon wieder? Ob man da hinten noch irgendwie auch noch vorbeilaufen kann. Oder da hoch. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich speichere erstmal ab. Wer weiß nicht, dass ich dann gleich irgendwie in so eine Razor-Bande reinrenne. Ich weiß, ich will zur Burg Harel, aber vielleicht gibt es irgendwo eine Trollkirche oder was anderes. Was Schönes. Was Nettes. Oder hier unten gibt es erstmal gleich Schattenläufer. Zu Genüge. Die uns auseinandernehmen werden. Ein Zombie. Zwar kein Schattenläufer, aber... Denkt doch nur mit Volltreffern Schaden oder was? Ach, das mache ich jetzt. Denn immerhin. Ach du heilige Scheiße, ich bin doch mal weg. Ich wollte gerade sagen, die machen ja eigentlich keinen Schaden, aber. Aber ich glaube, hier sollten wir noch nicht sein. Ich laufe jetzt auch nicht hoch, da können wir irgendwann noch hochlaufen. Das passt schon. Okay. Wie gesagt, es muss nicht storybedingt sein, dass hier der Zombie irgendwie später noch in der... Also, dass wir da noch später rein müssen. Aber, also so Halbstory bzw. Questbedingt. Zum Beispiel durch die... Oder über die Quests vom guten Taliesin. Der lotst uns ja dann... Oder er nicht, aber wir sollen ja für ihn die ganzen Talisman-Dinger sammeln. Und dementsprechend kommen wir dann noch eigentlich über die gesamte Karte. Mehr oder minder. Zumindest in die Höhlen und in die... Gegenden mit Trollen und Untoten und Skeletten und Orks. So, wir haben wieder 20 Lernpunkte und die werden auf jeden Fall fürs Schlösserknacken ausgegeben. Können wir ja bei Leofwin lernen. Nur ist der doch, der müsste eigentlich in der Stadt sein, außer zwischen 12 und 1, da ist er oben bei der Mine. So, und jetzt gurken wir hier hinauf, ich weiß gar nicht genau wo, hier irgendwo. Ja, hier. Wie gesagt, ist zwar nicht so die schönste Burg, aber es scheint zu reichen. Und von denen aus müssen wir dann wahrscheinlich wieder runterrennen zum Bauernhof. Aber immerhin haben wir dann schon mal alles hier oben gesehen. Und hier gibt es, wie gesagt, auch Lehrer. Vielleicht auch Quests, das müssen wir gleich herausfinden. Aber sieht ganz nett aus hier oben. Guten Tag. Hallo Jäger. Lebt ihr mit den Bauern zusammen? Wir, die freien Söldner, leben nicht auf dem Bauernhof. Und die vom Bauernhof leben nicht in der Burg. Außerdem bieten wir den Bauern Schutz vor den zahllosen Wölfen, die hier draußen herumstreuen. Dafür erhalten wir Nahrung vom Bauernhof. Wir leben friedlich zusammen und sind völlig ungestört. Hier draußen in Ethain sind alle Anordnungen und Erlasse des Königs bedeutungslos. Schön. Was denkt ihr über Berengar? Bisher hat er uns in Frieden gelassen, aber er führt bestimmt etwas im Schilde. Ich glaube, dass er eine Auseinandersetzung mit uns fürchtet. Er ist auf jeden seiner Söldner angewiesen und will in einem vorzeitigen Kampf keinen seiner Leute verlieren. Aber trotzdem hoffe ich, dass er auf keine dummen Gedanken kommt. Sonst kann es schnell mit unserer Ruhe hier zu Ende sein. Für uns wäre es besser, wenn er wieder verschwindet. Also ist es ja eigentlich die Anarchistengruppe, die herumeiert. Und wir sind im Prinzip nur die hier stören. Wer bist du?
Ich bin ein Jäger. Zusammen mit den anderen Jägern sind wir dafür verantwortlich, Nahrung für die Stadt und die Festung zu beschaffen. Zum Glück unterstützt uns der Bauernhof. Warum braucht ihr deren Hilfe? Seitdem diese große Gruppe Söldner hier ist, müssen wir doppelt so viel schuften. Mir reichten schon die Wölfe in diesem verdammten Land. Ich wünschte, Berengar und seine Söldner wären gar nicht erst gekommen. Okay, nichts sonst zu sagen. Hallo, wir müssen eh meine Ware abgeben. Darf ich hier rein oder kriege ich dann irgendwie die Fresse eingetroschen? Ich darf hier rein, aber hier gibt's auch nichts. Allerdings ist das ja nur die kleine Hütte, denn da ist ja eine Burg dahinter. Hier ist noch ein Jäger. Warum seid ihr hier? Das ist eine lange Geschichte, aber ich versuche es dir zu erklären. Früher arbeiteten wir für die Garde des Königs. Wir glaubten an die Herrschaft Ingarams, dem König Gatjas, und wir respektierten ihn. Unseren Dienst taten wir als Wächter an den Landesgrenzen. Doch die Versorgung war schlecht und mit unserem Verdienst konnten wir oft nicht das Nötigste an Essen für uns erstehen. Meistens wurden wir schlecht behandelt und das, obwohl wir für den König unser Leben einsetzten. Der König wollte uns nicht zuhören. Niemanden hat es interessiert, ob wir überleben oder nicht. Irgendwann hatten wir dann die Schnauze voll und sind hierher nach Ethain gegangen. Aus dem Königreich lässt sich kaum jemand an diesem Ort blicken. Hier draußen kann uns niemand mehr schlecht behandeln. Und jeder von uns kann hier satt werden. Mehr wollen wir nicht. Jo, also es ist tatsächlich so eine total autark, autonome Provinz im Königreich, wo sich keiner hertraut. Warum helft ihr den Bauern und den Feldarbeitern? Als wir in diese verlassene Region aufbrachen, hatten sie ähnliche Probleme wie wir. Sie litten unter den hohen Abgaben an den König und hatten auch nicht genug zu essen. Also beschlossen wir, gemeinsam zu gehen und uns etwas aufzubauen. Wir leben zwar nicht gemeinsam in der Burg, aber dennoch halten wir zusammen. Inzwischen sind wir zu guten Freunden geworden und wir helfen uns gegenseitig. Jo, also wir haben hier quasi zwei Gesellschaftsgruppen, die gemeinsam beschlossen haben, nicht mehr unter dem Joch des Königs ihr Leben zu fristen, sondern halt ja, sich irgendwie eigenständig zu machen. Und da ist Harlock. Nett hier. Kann ich nicht mit ihm reden. Hallo. Ansprechen. Willst du nicht? Ich habe hier irgendwie noch Kram von den vom Bauernhof, du. Okay, dann nicht. Schmied, Söldner, Melchior, Söldner. Schmied! Kann ich bei dir etwas kaufen? Beweise uns zuerst, dass wir dir vertrauen können. Du bist schließlich einer von Berengars Anhängern. Okay. Ja, dann gib mir mal eine Quest. Aber im Spiel können wir was kaufen. Aber warum kann ich dem nichts sagen? Hallo, ich habe hier Kram von den Bauern dabei. Nein, bist du auch nicht der Chef? Muss schon hier hin. Halt ich da mal vorbei. Jo, klar, kein Problem. Die Bäuerin hat mir Nahrungsmittel. Oh, oh. 5 Brot. Habe ich das Brot jetzt leer gefressen, das wir gebraucht hätten? Kann ich da mal vorbei? Nee, wir haben noch jetzt. Was? Wo willst du? Du willst, die laufen immer dahin, wo ich stehe. Okay, wir haben noch 6 Brot, 4 Käse und 3 Schinken. Ich hätte beinahe hätte ich das Brot gefressen. Dann hätte ich aber geschrien. Piret, kann man es bei dir abgeben? Was ist deine Aufgabe hier? Ich kümmere mich um den Lagerbestand. Wenn was fehlt, sorgen meine Männer und ich dafür, dass es neu angeschafft wird. Ich bringe die Nahrung von der Farm. Danke, unsere Vorräte waren schon fast erschöpft und unsere Jäger finden nur noch wenig Nahrung. Kann ich hier etwas lernen? Klar, wir haben hier ein paar Jäger, die dir einige Sachen beibringen können. Und wenn du mit dem Bogen oder dem einhändigen Schwert so richtig gut umgehen kannst, können wir dir den Umgang mit dem Zweihänder und der Armbrust zeigen. Sprich doch einfach unsere Jungs an. Da ist sicher der eine oder andere bereit sein können, jemanden zu lehren. So, jetzt dürften die alle irgendwie auch eine Gesprächsoption haben. Das haben sie halt erst, wenn wir den Kram abgegeben haben. Ist die Quest jetzt überhaupt beendet? Noch nicht, wir müssen wahrscheinlich wieder zurück, ne? Die Söldner hatten die Nahrung dringend nötig. Scheinbar ist ihr Jagdgebiet ziemlich stark von uns geplündert worden. Ist natürlich dreist. Muss man ganz ehrlich sagen, wie es ist. So, kann man jetzt bei dir was lernen? Ah. Kannst du mir etwas beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern. Oder deine Kampfkraft zu steigern. Jo, danke, Diego. Das. Komm bald wieder. Jo.
Ist doch schon mal ganz nett, allerdings brauche ich die 20 Lernpunkte, die ich habe gerade. So, können wir jetzt hier noch eine Quest annehmen? Oder können wir jetzt was beim Schmied kaufen? Kannst du mir etwas beibringen? Zuhänder. Brauchen wir natürlich 30 Lernpunkte für. Teure Angelegenheit. Können wir jetzt was kaufen? Kann ich bei dir etwas kaufen? Schau doch im Angebot, ob ich etwas für dich habe. Jupp, jetzt können wir was kaufen. Und was hat er so? Grobes Schwert, Armbrust, Bolzen, okay. Gibt es bei dir Rüstungen? Oh. Wirf einfach einen Blick auf meine Waren. Ha. Natürlich können wir die nur für Silber kaufen. Und so viel hat er, glaube ich, gar nicht dabei, dass wir da irgendwie... Aber ich gehe mal bei dem mal ein bisschen hier Geld... Kann ich bei dir etwas... Schau doch im Angebot. Jo. Hier ein bisschen Geld, können wir das hier... Wie ging denn das? Ah, so ging es in 10er Schritten. Hab's gefunden. Dann geben wir mal hier ein bisschen... Ja, denn für die Rüstung brauchen wir ja leider die Silbermünzen und da kommen wir auch nicht drauf. Aber ich gucke jetzt trotzdem, dass wir mal ein bisschen ramschlos werden und dafür dann... Das wird sogar relativ flott gehen, ne? Hier, ja, der kann gerne die rostigen Schwerter haben. Butlerzucht kriegt er, leichtes Gardeschwert kriegt er. Den rostigen, ist ja kein leichter, ist ein rostiger Zweihänder. Und kommen wir da noch irgendwie mit den Knüppeln auf den Preis? Nee, ne, aber die können wir auch mal loswerden. Und vielleicht noch die, nee, die Handachs, da kommen die Nagelkeule. Schnitter, komm, nimm halt alles. Die Axt ist wieder zu teuer. Die behalte ich auch. Können wir irgendwie noch ein bisschen Ramsch hier loswerden vielleicht? Blutfliegenstacheln, warum nicht? Ist ja bekanntermaßen eine gute Währung, ne? Und noch hier ein Flügel. Oh, den Flügel ist schon wieder zu... Ach komm, behalt's halt. Aber wie viel wert ist denn so ein Flügel? Die können wir gut verkaufen. Du nimmst halt, komm. Die 4 kriegst du geschenkt. Dann werden wir das... Lass mich vorbei. Ja, um Gottes Willen, ist ja okay. Aber dann werden wir mal schauen, dass wir in der nächsten Folge zurückmarschieren. Wie gesagt, ich werde das mit der Rune machen. Darf ich hier rein oder rasten dann alle aus? Hier darf ich sogar rein. Oh, hier ist sogar noch jemand. Ist aber nur ein Söldner. Und das haben wir schon alles besprochen. Und ich könnte hier, glaube ich, auch irgendwie den Alchemietisch benutzen. Wenn er nicht besetzt wäre. Geh da mal weg. Hallo, kann ich mal irgendwie... Nee, der ist ja gerade... Oh, tut mir leid. Der Meister ist beschäftigt. Wir haben hier Reisschnaps. Darf ich den nehmen oder werde ich dann umgebracht? Oh, den darf ich mitnehmen. Sehr schön. Dann gönne ich mir das doch mal hier. Komm. Wir müssen echt mal schauen, dass wir... Hallo, warum kann ich die anderen nicht an... Ah, da ist sogar Bier dabei. Ich werde auch schauen, dass ich dann irgendwie mal die anderen Lehrer... Lehrer, sag ich, die anderen Händler mal leer mache. So rum. Damit wir... Da oben komme ich nicht dran, oder was? Hallo. Gut, dann halt nicht. Dass wir das Geld zusammenkratzen. Also hier oben können wir auf jeden Fall mal eine Rüstung kaufen. Wir können unter 3 verschiedenen auswählen, aber natürlich kommt nur die teuerste in Frage, ganz klar. Ist eigentlich ganz nett hier. Ich dachte, es wäre ein bisschen... Also es sah auch relativ klein aus. Ist auch nicht groß, aber ist schon ganz nett. So, mal ganz kurz nochmal, zeigen wir mal die Rüstung. Also das teuerste ist 1,35. Wir könnten nur die leichte Novizenrüstung kaufen. Das können wir auch gleich sein lassen. Was ist denn da eigentlich? Stufe 30? Müssen wir noch Stufe 30 sein, um die zu benutzen? Ach nee, Stärke ist das, glaube ich. Wir brauchen dann 30 Stärke, um die benutzen zu können. Aber wir haben ja eh 70, deswegen passt das. Ich dachte gerade eben, Stufe 30, ich glaube, es hackt. Stufe 13. Was haben wir hier noch drin? Hey du! Dein Glück. Aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Okay, da dürfen wir also nicht rein in den Kann Turm. Ich da mal vorbei? Mit deinem Vorbeigehen, lauf doch außen rum. Einfach unnötig schwer hier, die Kerle. Kommen wir hier irgendwie hoch. Und hier hat auch keiner einen Namen, ne? Söldner. Oh, da guckt das Schmiedefeuerding durch. Söldner. Und Söldner, okay. Aber ganz nett hier. Ja, guck wieder weg. Ich bin gar nicht da.
Er dreht sich um, sehr gut. Das heißt, wir könnten hier sogar mal kurz reinschleichen. Wo hier was Wertvolles ist. Ich sehe jetzt direkt nichts Wertvolles, aber bin dann eh hier oben eher. Oh, hier sind Betten. Also die Jungs sind nicht so... Also die sind schon breit aufgestellt. Die haben schon ein paar Mann. Allerdings ein bisschen Platzmangel. Hier haben wir nochmal zwei Betten und es geht noch weiter hoch. Immerhin platzeffizient hier. Kann man nichts sagen. Was schleichst du da rum? Und hier oben ist auch noch ein Söldner. Problem ist jetzt nur, kommen wir jetzt auch wieder runter, ohne dass die uns die Fresse eindreschen. Das ist jetzt die wichtigste Frage. Was schleichst du da rum? Keine Ahnung, es geht dich eh nichts an, oder? Was schleichst du da rum? Ich muss ja schleichen. Sonst krieg ich die Fresse poliert, weißt du? So, die Sache ist, hier scheint aber echt nichts drin zu sein. Also deswegen wundert es mich ein bisschen, dass die jetzt hier aggressiv werden. Krieg ich jetzt gleich die Fresse eindroschen, oder was? Boah, das trainiert hier einer rum. Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir hier gleich aufs Maul bekommen. Nee, der scheint nur zu trainieren. Okay, uff. Ich dachte schon, irgendwie sind sie jetzt aggressiv auf uns. Aber es scheint alles in Ordnung zu sein und in dem Ding ist eh nichts drin. Also, keine Ahnung. Da würde ich sagen, in der nächsten Folge laufen wir mal zurück. Ich mache das dann mit der Rune auch und wir gucken mal, dass wir die anderen Händler mal da ein bisschen Geld denen abknöpfen. Und natürlich auf dem Rückweg bei den Bauern vorbei, um die Quest zu beenden. Und die 20 Lernpunkte müssen wir natürlich auch in Schlösser knacken umwandeln. Und ansonsten, ja, also wir kommen wieder mal vorbei hier oben, wenn wir das Geld zusammen haben. Also geht relativ flott. Vielleicht kaufen wir uns dann auch erstmal eine Rüstung hier. Und... ansonsten kümmern wir uns erstmal wieder um die Hauptquest. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.